Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück bei Silent Hill 2. Ja, meine lieben Freunde, es ist eine nächtliche Stimmung. Ich nehme das Ganze hier 4 Minuten vor Mitternacht auf, um auch möglichst große Stimmung zu erzeugen. Und ich möchte gleich mal ein bisschen vorwarnen. Aus irgendeinem Grund, wenn ihr meinen Stream verfolgt habt, dann wisst ihr das schon, hat mein Mikrofon seit einigen Tagen die Angewohnheit, so ein übelstes Brummgeräusch dahinter zu legen. Ich versuche natürlich mein Bestes, das rauszufiltern. Kann euch aber nichts versprechen. Vielleicht hört man an einigen Stellen so leichtes Brummen im Hintergrund. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich versuche das noch zu reparieren, sage ich mal. Aber naja, jetzt ist es halt so. Gut, jetzt aber wieder zum Spiel zurück. In der letzten Folge haben wir weitergemacht und sind in diesem Raum Angela wieder begegnet. Und mussten gleich mal einen Boss plätten, der ziemlich bedrohlich war und irgendwie wohl eine Bedeutung oder halt ihren Vater symbolisieren sollte. Ich weiß nicht genau. Und da hinten kommen wir nicht weiter. Da ist ein Schloss vor. Und ja, wir haben noch eine ganze Menge Gänge hier zu erforschen, weil ich irgendwie intuitiv den richtigen Weg gefunden habe. Und ja, ich habe eigentlich gar keine Lust dazu, diese ganzen Gänge jetzt zu erforschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und hier ist irgendwo ein lustiges Monster. Haben wir Pech. So, da habe ich schon einfach auch einer, ja. Nee. Ja, hier gibt's eine ganze Menge, Scheiße, die wir erkunden können. Das ist echt ekelhaft, darauf habe ich überhaupt keine Lust. Aber es muss ja irgendwie erledigt werden. Erstmal schön für dich nachladen, James. Das ist gut. Der muss sich schon wehren. Völlig überbewertet. Okay, ich weiß leider echt nicht, Alter. Es ist echt ekelig, wie viele Gänge es hier einfach nur gibt, die vielleicht einfach alle ins Gleiche führen oder eben nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja der ziemliche Rotz hier dran. Ich kann ja auf die Karte gucken. Ja, hier waren wir tatsächlich schon mal. Aber hier kam ich, glaube ich, auch, oder? Hier unten sind gar nicht so viele. Naja, ich gehe einfach mal irgendwo lang. Ich folge meinem Herzen. Quasi. Hi. Du bist mir egal. Man sieht direkt in der Audiospur dieses Brummen. Das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf einmal. Ich habe nichts anders gemacht. Ich kann mal googeln. Ich hab's nur selber so ein bisschen versucht, halt so ein bisschen Tests gemacht, wie das mit Entbrummen, damit der Rauschentfernung geht. Ich meine, ich krieg dadurch zwar was weg, aber eben nicht so viel. Sind ja echt keine. Warte mal. Hier sind ja überall nur zwei so eine Dinger. Das kann doch nicht echt sein, oder? Ich meine, sonst wäre ich ja einfach nur den Weg gegangen, der auch tatsächlich funktioniert. Tja, wo schon? Naja. Nehmen wir den auch mal, wa? Na gut. In der Hoffnung, dass wir irgendwas finden. Wir müssen ja auch noch Maria befreien. Ja, die ist ja auch noch gefangen. Also irgendwas werden wir hier wohl finden in den Gängen. Hoffe ich mal ganz doll. Ah, es sind echt Gänge, in denen wir schon waren. Das ist sehr interessant. Dann gehe ich jetzt einfach nochmal zurück. Quasi, ich gehe jetzt immer die Wege, die mir aufnehmen. Vielleicht komme ich ja dann irgendwann wieder zurück zu Maria. Oder da halt, wo ich ursprünglich mal reingegangen bin. Da, ne? Weiß Bescheid. So, dass ich dann quasi, ja, vielleicht von da nochmal neu versuchen kann. Ob ich sie hochgegangen? Nein, bin ich nicht. Das ist ja immer nur ein Weg. Na gut. Na gut. Ich zwinge niemanden. Aber da die eingezeichnet sind, bedeutet das, guck mal, hier ist zum Beispiel ein gesplitteter Weg. Von einem sind wir gekommen, von einem nicht. Welcher das war, weiß ich nicht. Ich probiere einfach mal, weil da, wo wir gewesen sind, der müsste ja schon eingezeichnet sein, ne? Von daher. Ne? Ne? Aha. Aha, guck mal, hier sind wir wieder. Alles klar, hier sind wir ursprünglich hergekommen. Das heißt, ich habe echt von Anfang an den richtigen Weg genommen. Das heißt, bleibt nur noch links. Okay.
Das ist interessant. Ich bin halt zum ersten da in die Mitte gegangen und dann ging ja immer nur die Wege, die ich gegangen bin. Ich dachte, da wären ganz viele Gänge gewesen, die ich immer nehmen konnte. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber egal. Irgendwann finden wir schon den richtigen Weg, Leute. Guck, hier war mit Analogstick, please. So. Irgendwann finden wir schon den richtigen Weg. Und hier sieht man ja, hier waren wir noch nicht. Falls. Ach, guck mal, da ist auch wieder so ein Loch. Sieht genauso wie das eine, was wir mal hatten. Aber hier ist nichts. Hier ist absolut gar nichts. Okay. Echt nichts? Wie langweilig ist denn das? Ach so, das ist diese. Ah, das ist die andere Seite von der Schlucht. Stimmt, wir hatten ja immer nur die andere Seite gesehen, ne? Okay, dann probiere ich noch mal was. Gucke jetzt doch noch mal, gehe ich jetzt doch noch mal den Weg zu. Ich nenne es mal den Weg zu Angela, also quasi, den wir gegangen sind. Und vielleicht war ja doch noch irgendwo ein dritter Gang, den ich einfach nur übersehen habe. Einfach mal ausprobieren. Kann ja nicht schaden. Hier links um die Ecke ist gar nichts, oder was? Wie langweilig. Tja. Then I am on the end with my Latein. With my Latein. Dann hätte ich ja vielleicht noch die Idee, dass wir, Kamera, please, dass wir vielleicht nochmal jetzt einfach zurück in den Knast gehen. Vielleicht können wir ja wieder hochfahren mit dem Fahrstuhl. Und vielleicht ist da ja irgendwas mit diesen drei Geigen einsetzen, dass ja auch nichts passiert, wirklich. Vielleicht hat das jetzt irgendeinen Sinn. Vielleicht funktioniert das jetzt irgendwie. Oder wir sprechen nochmal mit Maria. Die jetzt, wahrscheinlich ist sie wieder weg oder so. So wie ich sie kenne, ist sie sowieso wieder weg dann, wenn wir dahin gehen. Na gut, ich gehe noch meinen ganzen Weg ab. Wenn nichts ist, dann gehe ich einfach zu Maria zurück. Hi, Kollege. Ist auch echt ne. Hier ist echt nichts. Nein. Soliden, schnellen Kill hingelegt. Das freut uns doch. Ja. Wie bescheuert diese leeren Räume da sind. Ja, aber nur zur Deko oder haben die noch irgendeinen Sinn? Passiert da noch irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Ja, sind wir gleich schon da. Noch einen Gang unten, dann sind wir, glaube ich, wieder beim Speicherbuch, ne? Was für willkürliche Räume das auch sind. Oha. Ich weiß überhaupt gar nicht, wieso mein Leben steht, wenn ich ehrlich bin. Eieieiei. Na, zum Glück haben wir jetzt noch ein bisschen was zum Heilen, nachdem ich ja den einen Part neu geladen habe. Hä? War ich hier nicht? Was zum. Schreck des Le. Alter! Alter, Schreck des Lebens, mein Herz! Alter, ich spür's! Alter, Junge! Pyramid Head, willst du mich verarschen? Was machst du hier? Eieiei. Was war das denn? Ui. Da habe ich mich erschrocken.
Scheiß die Wand an. Komme ich da jetzt nicht mehr zurück, oder was? Okay. Pyramid Head. Warum auch nicht, ne? Komm, ich versuch's es nochmal. nee, der ist mir zu... Aua. Nee, der ist hier schon. Bin bestimmt gleich wieder tot. Wo, der hat sein Mega-Messer nicht mehr, ja? Der macht nicht mehr so viel Schaden, glaube ich. Oder? Doch. Nehmen wir mal eine Ampulle. Haben wir 3 Stück von. Erlaube ich mir mal. Okay, der Typi sagt, ich darf da nicht rein. Das ist schön zu wissen. Es sei denn, der ist hier jetzt auch. Das fände ich nämlich hart und cool. Aber es geht ja gar nicht. Kann ja nicht schneller sein als ich. Obwohl, vielleicht schon. Auch vor der random Raum hier irgendwie. Keine nähere Bedeutung, wa? Alter. Alter. Boah, ey, das war echt der Schreck des Lebens, so. Alter, Feuerschrauge. Weißt du, der Pyramid Head ist echt so. Der kommt immer in den Orden hin und am wenigsten erwartest es einfach. Der Typ ist auch halt so unspektakulär irgendwie inszeniert. Bei jedem anderen Horrorspiel würde der Gegner erstmal mit Mega-Cut ziehen, so ui, dann wird der ganze Gruselfaktor eben weggenommen. Aber dort läufst du einfach lang und plötzlich steht er aber vor dir und klatscht dir eine. Das ist schon. Das ist schon ein bisschen erschreckender. Eieiei. Obwohl das Spiel halt. Ich habe mich noch nicht wirklich erschrocken in dem Spiel, weil so auf Schreckmomente ist es ja auch nicht ausgelegt. Hoffen wir nur, dass meine Facecam noch mitspielt. Habe ich. Na doch, ich müsste eigentlich letzten Facecams überspielt haben. Gut. Das wäre nämlich ärgerlich, wenn die Folge flöten gehen würde. Das wäre echt einmal ärgerlich. Ah, komm. Ich mache mir mal Sorgen. Letztendlich ist bei 2 Folgen bisher passiert. Beim zweiten, weil meine Kamera einfach einen kompletten Abgang gemacht hat. Das erste Mal. Ja, was? Na, da habe ich irgendwas nicht gemerkt. Nicht so gemerkt, dass ich wohl aus Versehen doppelt drauf getippt habe. Naja. Ist ja auch egal jetzt. Interessiert eh keine Sau. Okay, noch einmal runter. Wieder da. Maria, ich komme. Mama, Alter. Kommt der Kerl erstmal, ne? Müsste er jetzt rein theoretisch hier hochgehen, genau. Kriege ich den Weg zu Maria noch auswendig hin? Nein, absolut nicht. Ich weiß echt nicht mehr. In welchem von denen ging es denn zum. Nee. Da ging es zum Pyramid Head damals. Jetzt ist er da irgendwo anders. Jetzt müssen wir mal da rein. Um wieder zu diesem. Ja, zu ihrer Zelle zu gelangen. Hab echt Angst, dass mich da jetzt irgendwas wieder erwartet, ne? Irgendein Scheiß einfach. Ach, Gott. Das Geräusch schon gleich, ne? So, Maria, du bist bestimmt noch da. La 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 la. Oh, Cutscene? Fragezeichen? Weil so ein Ladescreen kommt. Ah, sie ist sogar noch da. Guckt's euch an. Blödes Gewehr. Gut, das bringt nichts. Dann würde ich sagen, zurück in den Knast. Wenn das geht. Wenn wir wieder hochkommen sollen. Ne, wir sind ja Löcher runtergesprungen. Wir können nicht wieder hoch. Quatsch, es geht gar nicht. Joa, dann bin ich mit meinem Latein ein bisschen am Ende. Das Geräusch, Alter. Dann würde ich mal sagen, ich gehe zum Speicherort
und beende den Part schon mal so langsam. Ich weiß, wir haben eigentlich noch ein bisschen, aber naja, ich komme nicht wirklich weiter und deswegen würde ich dann gucken, wie es weitergeht. Wir können ja gleich nochmal am Speicherpunkt so ein bisschen unsere Items oder so durchgucken. Was wir noch so für Shit haben. Ups. Oh, jetzt bin ich. Achso. Bin jetzt hier hingekommen. Ah. Verstehe das einer. Toll. Haben wir in diesem Part nichts geschafft, außer einen Raum erkundet und dem Pyramid Head wieder begegnet. Cool. Naja. Muss auch mal sein. Da wir das letzten Part eigentlich immer ganz gut liefen, mit Produktivität sagen wir, dass wir eigentlich schon mal schon ein bisschen was geschafft haben, kann man sowas wirklich mal verantworten. Finde ich, ja. Deswegen speichern eigentlich voll unnötig. Egal. Ja, ich kann mal gucken, ob wir irgendwas im Inventar noch haben, was vielleicht. Ja, das Ding hier haben wir noch. Sonst haben wir echt keine Items mehr, ne? Na doch, das hier. Angela. Angela ist noch nicht so lange her, als wir sie begegnet haben. Vielleicht hat das jetzt irgendwas zu bedeuten, dass wir uns so an die Waffe erinnern sollen. An das Messer. An die Waffe. Wir laden mal alles durch. Wir haben nicht mehr so viel Munition. Hoppala, ich habe keine Dings-Munition mehr. Na, das ist ja ekelig. Ah, wir haben noch die Stäbe quasi. Wir haben echt nichts mehr. Foto von Mary. Oh. Brief von Mary. Was soll das? Diese Stadt Silent Hill, du hast versprochen, noch einmal mit mir dorthin zu gehen, aber du hast es nie getan. Nun, ich bin jetzt alleine hier an unserem speziellen Ort. Puh, ich warte auf dich. Du Arsch. Na gut, Leute. Dann möchte ich diesen Part eigentlich nicht unnötig in die Länge ziehen, in der wir eh nichts schaffen. Das ist eigentlich Notiz. Oh, Sir? Ui. Man kann sich echt alle Dinge angucken. Lieber Tim. Oha. Aber wahrscheinlich auch nur die, die jetzt wirklich hier in der Nähe waren. Ist ja interessant, oh. Und Karte, die wir mit Dreieck öffnen können. Na gut, jetzt aber wirklich, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Silent Hill 2 wieder. Hoffentlich mit Lösung, dass wir ein bisschen weitermachen können, damit wir wirklich mal ein bisschen produktiver sind und ein bisschen mehr finden. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Coole Pose, Mann.